Nomi, klein, aber fein. Ja, hallo und ja, herzlich willkommen hier zu ja, einem Fakesheet 1 und 2, die ersten beiden Maschinen aus dem Platinium-Addon. Habe ich vorhin im Postfach gehabt und ja, wollte sie euch einmal vorzeigen, weil ich jetzt auch mit dem Verteiler von Giants bin. Also, wir haben hier einmal den Massey Ferguson MF4709 in der Kategorie Traktor. Ah, sieht gerade so eben wie ein Traktor aus. 78.000 Euro Kaufpreis, 100 Euro, ich glaube, Monatskosten, denke ich mal, sind das. Also, ich kann das leider schlecht lesen, weil ich kann, meine Fremdsprachen sind leider nicht so gut. Mini Power 70 kW, 95 PS würde ich sagen. Maximale Power ist durchgestrichen. Tankvolumen haben wir 105 Liter und ein Topspeed von 40 km/h bzw. 25 Meilen. Frontlader-Attaching ist vorhanden und Rad-Setup Standard und Wheel Trees. Ich denke mal, Wheel Trees sind Pflegebereifung. Sieht auf jeden Fall auf den ersten Blick echt cool aus. Also muss ich echt sagen. Ich mag ja sowieso diese Traktoren eher mit so einem offenen, ja, Dach, sage ich jetzt mal. Und ja, ich finde den auf jeden Fall nicht schlecht, sage ich jetzt mal so. Ja, und dann kommen wir natürlich nochmal zum zweiten. Das ist die Stara Impendor 3.0. Ja, ich habe das Ding auf der Gamescom gesehen. Es ist echt ein Hammer-Ding. Ja, zu finden ist dieses im Shop unter Spritzen. Hat einen Preis von 195.000. Tageskosten von 550, hat eine kW von 162, entspricht 220 PS. Das Tankvolumen 340 Liter. Skoliazolid Contents. Ja, kann ich jetzt leider nichts mit anfangen. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was es heißt. Also ich bin da wirklich so ein bisschen auf, ja, blöd. Ja, einmal ein flüssig Düngertankverhalten von 2700 Litern. Liquid Filsia oder Soliert? Nee, zuerst kommt der Festbestand. Der ist 2700 und der Flüssigbestand ist 2400. So, jetzt haben wir es richtig. Hat eine Geschwindigkeit von 40 km/h, entspricht auch wieder 25 Meilen wie der MF. Arbeitsgeschwindigkeit von 12 km/h bzw. 7 Meilen pro Stunde. Eine Arbeitsbreite von 27 Metern. Das denke ich mal ist die Spritze und der Düngerstreuer beides in ein. Und ja, Standardreifen und Nagoya Tiers. Ich denke mal, das sind Pflegebereifung. Dann war das andere vielleicht Breitreifen oder so. Hm, wer weiß, wer weiß. Ja, wie gesagt, mein Englisch ist da nicht so gut auf dem Stand. Vielleicht könnt ihr es ja weiterhelfen. Also, hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Wir sehen uns, euer Gnomi. Ciao, ciao.